7 interessante Fakten über Martin Luther. Martin Luther ist nicht nur als Theologe und Hauptvertreter der Reformation bekannt. Er gilt auch als einer der Schöpfer der vereinheitlichten deutschen Schriftsprache. Martins Vater war ein einfacher Bauer. Um seine große Familie zu versorgen, arbeitete er sein ganzes Leben lang unermüdlich und zog von Stadt zu Stadt, um größere Einkünfte zu erzielen. Infolgedessen hinterließ er den Kindern nach seinem Tod ein Vermögen, für das ein großes Anwesen mit Wiesen und Wäldern hätte gekauft werden können. In jungen Jahren verdienten Martin und seine Freunde Geld, indem sie unter den Fenstern frommer Bürger sangen. Luthers Vater versuchte, seinen Söhnen eine gute juristische Ausbildung zu ermöglichen. Martin, dem Willen seines Vaters gehorchend, wurde erst Magister der freien Künste und begann anschließend Jura zu studieren. Aber bald verließ er jedoch die Universität und trat dem Bettelorden der Augustiner im Erfurter Kloster bei. Die Biografen des Theologen können sich immer noch nicht über die Motive dieser Tat einigen. Als Luther 28 Jahre alt war, wurde er in Angelegenheiten des Augustinerordens nach Rom geschickt. Diese Reise hinterließ bei dem jungen Mann einen bleibenden Eindruck. In Rom wurde er zum ersten Mal mit der Kirche konfrontiert. Zu seiner grundlegenden These, dass die Kirche dafür nutzlos sei, mit Gott in Kontakt zu treten, kam Martin Luther, nachdem er eine langwierige geistliche Krise überwunden hatte. Über Jahre hinweg lebte er ständig seiner Sündhaftigkeit bewusst. Um diese abzuarbeiten, studierte er sorgfältig die Bibel und fand schließlich zu für die damalige Kirche revolutionären Forderungen, wie unter anderem die strikte Verurteilung des Ablasshandels. Martin Luther widersetzte sich auch dem Priesterzölibat. Trotz des in seiner Jugend erteilten Mönchsgelübdes heiratete er mit 42 Jahren eine 26-jährige ehemalige Nonne. In ihrer glücklichen Ehe, die bis zum Tode Martin Luthers währte, kamen 6 Kinder zur Welt, 3 Jungen und 3 Mädchen.